Hey Leute, zu Part 5. In der letzten Folge war es ja so, dass ich mein Haus nicht gefunden habe und jetzt habe ich es gesucht und auch gefunden zum Glück. Aber jetzt die Suche lasse ich mal jetzt schnell durchlaufen. Naja, bis gleich, bis ich es gefunden habe, ne? Tschö. Ja, ich habe es wieder gefunden. Ich werde hier nie wieder weggehen. Ich werde hier nie wieder weggehen, Leute. Ich werde jetzt hier meine Statue hinstellen. Geht ja nicht, aber doch. Ich könnte drei Klötze Wolle übereinander stellen. Schwarz, blau, grün. Nee, schwarz, blau, beige. Ich habe es wieder gefunden. Und es hat nicht so lange gedauert, wie ich gedacht habe. Naja, ihr habt's, werdet es ja sehen im Schnellvorlauf. Und es leckt irgendwie gerade extremst. Was habe ich denn im Hintergrund laufen? Fraps, ja. Aber das ist nicht der Grund. Und wenn es der Grund ist, ist es scheißegal. Ich bin wieder da. Ich würde jetzt Partymusik anmachen, wenn ich welche hätte. Es ist nicht. Ist es nicht wunderbar? Ich bin wieder daheim. Ich kann es nicht fassen. Ich muss ernsthaft wirklich knapp dran vorbeigelaufen sein, ein paar Mal. Wahrscheinlich habt ihr es mehr gesehen als ich, aber... Ey, ich bin wieder zu Hause. Und es wird dunkel. Oh, jetzt kann ich wieder mich in mein eigenes Bett kuscheln. Oh. Und dieser schöne Ausblick da oben. Ich habe ihn so vermisst. Und... Ja, toll. Der Baum muss weg. Und Schafe. Ich bin wahrscheinlich genau da hinten lang vorbeigelaufen. Und einmal da lang. Ne, da. Obwohl, auch da lang. Ich bin definitiv schon hier einmal im Kreis. Ich bin nur nicht hier reingelaufen. Wisst ihr was? Ich werde in den nächsten Folgen definitiv mal eine Mine bauen. Also ich in den Untergrund gehe ich ungern. Ich hätte. Oh, tut mir leid, ich muss mich gerade strecken. Eine Mine bauen. Und da bin ich relativ sicher vor Creepern,
Und sonstiges Gesocks, was sind das? Ach ja. Ich habe vorhin sogar, wo ich da unterwegs war, habe ich zwar nicht viel Gegner gesehen, aber gehört habe ich welche. Da waren sogar Schleime zu hören. Aber wie gesagt, das ist ein zu großes Risiko. Da wäre die Aufnahme vorbei und ich wollte jetzt nicht riskieren, dass ich im Schnellvorlauf ohne Stimme oder gar nichts da jetzt hier riskiere, dass die Runde vorbei ist und dann neu anfangen muss. Hätte ich ja jetzt vorhin auch irgendwo. Ich habe mir Koordinaten zwischendurch noch aufgeschrieben. Von anderen Stellen, so diese eine See, wo ich kurz gestanden habe. Ich weiß nicht, ob ihr das sieht, gesehen habt. Aber ja, das war schon ein schöner See. Da werde ich auch definitiv noch einen Weg hinbauen. Solange ich lebe, halt. Einen Weg hinbauen. Na, macht Spaß. Einen Weg hinbauen, einen Weg hinbauen, einen Weg hinbauen. Ja, einen Weg hinbauen. So, das war jetzt genug Weg hinbauen. Weg hinbauen. Viking Baum. Baum. Viking Baum. Das ist ein cooler Name. Viking Baum. Viking Baum. Viking. Könnte der nächste Pokémon sein. Ich glaube, ich schreibe mal die von Nintendo an. Wenn sie ein neues Pokémon machen, müssen sie Viking Baum. Genauso wie der Wohin genau. Ah, vergiss es. Viking Baum. Knochenmehl wäre nicht schlecht. Das wäre ja. Wow. Ach ja, stimmt. Ich habe ja die Dörfer ausgeräumt. Ja, Gedächtnislücken. Ich werde alt, ich merke schon. Ne. Ich habe ja hier ein bisschen. Wie viele Dörfer waren es? Eins, ne? Oder zwei? Ne, ich. Ach, ich weiß es nicht mehr. Bin so alt, ich habe schon so viele Dörfer gesehen, die ausgeraubt wurden. Kinder misshandelt, versklavt. Die Männer die Hände abgehackt. Die Frauen vergewaltigt. Ja, das Leben ist grässlich. Ich, da wieder Scheiße. So, dann wachs, meine Lieben. Ich baue mir jetzt ein Dach. Dach. Nicht das ganze Holz verwenden. Man weiß ja nie, was man noch benutzen kann. Und jetzt benutze ich die coole Funktion. Ja. Die coole Funktion, die ich noch üben muss. Aber immerhin, ne? Funktion hat was, definitiv. Ich 40 sind zu definitiv so wenig. Das reicht nicht. Ach, so viele sind zu wenig. Ja, ich werde mal hier alles. Ich habe ja hier meinen Nachschub da oben. Vier bleiben irgendwie immer übrig, habe ich das Gefühl. Über meine Brücke, meine Bridge. Hey, Bridge, shit. Ach ja. Können wir jetzt ein bisschen anders machen, ein bisschen unkultivierter. Brauche ich auch noch Stone Slabs. Stimmt. Oder nicht? Ja. Volltreffer daneben. Fängen mit dem Day. Ah, Scheiße. Kleister. Obwohl, es müsste eigentlich auch reichen. Ich habe ja noch vier. Ja, ich habe was gesehen, wo ich noch die Stufen brauche und nicht die Treppen. Und ja. Hüpf, mein Kleiner. Hüpf, mein Kleiner. Das ist jetzt natürlich Kacke. Obwohl, da ist genauso, also. Da ist es ja nicht so Kacke. Ja, ich weiß, was das kann. Ich baue das schon nicht ab. Ich muss nur gerade wieder runter und aufs Dach. Oh, aufstoßen müssen. Aufs Dach zu kommen. Mein Lebengerüst.
habe ich nachkopiert. Von meiner Wohnung ist nämlich jetzt momentan, die streichen gerade das Haus neu, glaube ich. Und ja, da ist auch jetzt ein Gerüst da. Es hat mich schon ein paar Mal aus dem Bett geholt. Aber die Bauarbeiter können ja nichts für. Muss ja gemacht werden. Ich glaube, ich habe zu wenig Treppen. Yeah, fail. Mach ich gleich. Stipptreppe. Ach ja, dann muss ich jetzt nochmal runter. Habe ich sonst hier alles? Ja, bis auf die Seitenränder, die mache ich unten. Oder? Die mache ich unten, wie gesagt. Es reicht mir auch nicht, meine Treppen. Super. Erde rules. Sie brauchen einen Krust. Sie brauchen eine Insel. Nehmen Sie Erde aus dem Hause Plato. Nee, aus dem Hause Mojang. Oh, da ist schon ein Baum gewachsen. Ja, den schnappen wir uns. Diesen kleinen Fiesling. Ich muss sagen, ich war relativ überrascht, dass ich so schnell mein Haus wieder gefunden habe. Sogar so überrascht, dass ich meinen Tagesplan eigentlich vergessen hatte. Eigentlich war wir beim Haus finden. Kräftig freuen. Maul halten. Nicht ich, meine Freunde. Und dann was kochen. Essen. Let's Play machen. Naja, egal, dann komme ich halt danach. Und mir ist gerade aufgefallen, was richtig dramatisch ist. Ich habe vergessen, die Uhr zu stellen. Dann mache ich das mal eben. Ja, Stoppuhr. Countdown bringt mir nichts mehr mit einer Stunde. Weil ich jetzt gerade nicht wirklich weiß, wie lange ich schon aufgenommen habe. Ich werde das dann halt ein bisschen kürzer halten. Da ich ja sowieso noch das Schnelllauf davor kleben muss. Muss nicht. Ich mach's für euch. Falls ihr sowas guckt, wenn es euch nicht interessiert, schreibt es mir einfach in die Kommentare. Dann lasse ich sowas nächstes Mal weg. Ich hätte auch eigentlich bei der Kürze, es hat 10 Minuten gedauert, wenn es hochkommt, hätte ich auch mit in die Aufnahme nehmen können. Nur ich habe es da mit ein bisschen Musik im Hintergrund. Nicht eigener Musik, also urheberrechtlich geschützte Musik. Und ja, da wollte ich jetzt nicht. Und ja, Quassel hilft nichts, wenn ich sowieso vorspulen wollte. Egal. Nächstes Mal wird's anders gemacht. Nächstes Mal quassel ich drauf. Ach, wir werden sehen. Hört ihr das schöne Klavier im Hintergrund? Das beruhigt einen so die Nerven. Treppen. Ich bin da hochgegangen, um Holz zu hacken. Was habe ich gemacht? Kein Holz gehackt. Da muss ich auch nochmal einen Weg hinmachen nach oben. Habe ich ja, aber das ist umständlich. Mal durchs Haus und die scheiß Türen klicken, wo ich nehme. Würde mich nicht reinlassen. Du kommst hier nicht wieder rein. Es wird schon wieder dunkel. Es wird dunkel. Ne, es wird nicht dunkel. Drop Zepplings. Setzlinge, du scheiß Blatt. Droppt Setzlinge. Ich weiß zwar jetzt, wo ich hin muss, nur bevor ich dann nochmal irgendwie weggehe, wäre ich hier sowas von ein Leuchtfeuer, ja, mit bräuchte ich Eisenblöcke. Und Obsidian. Was ich habe. Yeah. Oh, ja. Sonne. Ja, da ist einer. Einer, zwei, sogar zwei. Ja, jetzt ist ein zwei, ist ein zwei. Sind es drei? Kommen drei. Wer bietet 3? Zum ersten, zum zweiten, zum. Jemand bietet 4. Ich glaub es nicht. Es ist unglaublich. Jemand hat 4 geboten. So, jetzt, wer bietet mehr? Wer bietet mehr? Wer bietet Baum? Er hat immer einen Baum geboten. Ich muss ins Bett. Es bietet keiner mehr. 4 hat gewonnen.